Du machst jetzt was? Ja, meinen eigenen Grün. Und ich schaffe ihn halt nicht. Klassisches Schrauberproblem. Schönes Punkt. War ich noch nie. Geil. Ja, aber ich wollte und dann ist oben ein Finger gekommen, dann kam der letzte. Ihr erinnert euch vielleicht noch an die gerade gezeigte Szene und habt euch vielleicht gefragt, was aus diesem Bowler geworden ist, denn Niklas hat ihn ja in dem Video damals nicht geschafft. Das möchte ich euch in diesem Video zeigen, denn dieses Projekt hat sich dann über mehrere Wochen hingezogen und heute soll die Auflösung kommen, ob er es denn tatsächlich geschafft hat. Und damit ihr nicht die ganze Zeit zuschauen müsst, wie Niklas da runterfällt, denn das ist tatsächlich ziemlich oft passiert, habe ich noch Material von Saskia, die parallel dazu auch einen Bowler projektiert hat. Und ob das geklappt hat, das werdet ihr auch in diesem Video erfahren. Ich kann unter dem Druck nicht arbeiten. Ja. Jetzt auch Tag 3, den wir filmen, mit diesem Bowler. Was machst du heute? Das sah schon gut aus. Naja, ich hoffe, dass ich ihn mache. Ich hoffe. Ich hatte ihn! Ja! So, was ist mit Anja nicht in die Quere kommst? Anja? Das war ein Stück zu weit wahrscheinlich. Komm, das ja, okay. Total der Arm. Endfalls. Weißt du noch, wie viele Versuche das jetzt ungefähr waren? Das halten kannst, ganz aus der Kante. Vielleicht 5 Versuche. Aber schon ein bisschen weit gekommen. Ja, ich denke, das wird. Sieht schon gut aus. Vielleicht noch 10 Minuten Pause und dann geht's weiter. Ja. Nächster Versuch. Was machst du jetzt anders als gerade eben? Meine Hooks benutzen. Also ich lege die anscheinend immer nur, aber benutze sie nicht richtig. Also ich muss richtig mal dran arbeiten, mal an dem Hook auch zu ziehen. Sonst bringt er nämlich gar nichts. Jawohl. Da, wo ich abgerutscht bin, da war es quasi schon vorbei. Ah, nö! Ja, komm. Ja, schön, Saskia, komm. Schön ruhig. Genau. Super, das ist richtig gut. Ja, schön hoch, komm. Jawohl, jawohl. Denk an die Füße, komm. Denk an die Füße. Jawohl. Jawohl. Komm, jetzt hast du es, komm. Ja.
Komm, rechten Fuß ganz noch eins hoch. Komm, komm. Ja, komm. Und Power. Komm, komm. Los. Komm, trau dich. Komm. Das wird langsam knapp. Da habe ich mich jetzt nicht getraut. Du kannst den Hilok noch ein Stück höher legen. Das wäre, glaube ich, ganz gut, weil dann kannst du dich mehr drüber hochziehen. So lang. Ein bisschen. Also es sah so aus, als ob er gleich rausrutscht. Da ein Lager. Du warst zu locker in der Hüfte, man hat es gesehen. Ja. Das Auflockern hat die Spannung rausgenommen. Ja. Da kommen auch schon wieder voll die Fingerkuppen, Alter. Die schönen Griffe. Die ist irgendwie geil, grippig, aber auch rutschig wie Sau. Ja. Also sobald du sie einmal hast, sind sie geil. Aber sobald du rutscht, bleibt der Finger oben. Beziehungsweise die Haut. Ja, schön, komm. Mann! Ey, der Hook tut echt weh. Ich will es nicht auf den Hook schieben, aber es tut weh. Aber ich glaube, ich muss einfach schneller werden. Du hast gerade richtig viel nachgesetzt. Also es war immer wieder ran und nochmal nachgesetzt und nochmal nachgesetzt. Das kostet natürlich alles Zeit und Kraft. Wenn du das ein bisschen präziser machst, auch oben, du kriegst den oben und hast nicht deine ganze Zange. Du hast den oben. Nein, ich gehe halt nicht so dran, ich klatsche halt so und zieh den Daumen nach. Ich will nicht sagen, dass es unbedingt zwingend besser sein muss, wenn du es gleich als Zange kriegst, aber wenn du das schaffen würdest, würdest du auch Zeit sparen. Ich merke halt durch dieses ganze Zangengehalte mit links, dass es wirklich nur auf links geht und nicht auf rechts, geht der linke Arm halt noch schneller zu, als er es so schon tut. Das ist halt. Ich glaube, ich muss dann auch einfach, wenn du dann einmal oben drin hängst, nochmal Zähne zusammenbeißen, ja. Power und schreien, bis die Körperspannung kommt. Körperspannung aufbauen. Richtig über den Hook ziehen. Wenn es heute nicht wird, dann nächste Woche. Du hast eine eigene Episode hier. Ja. Niklas Kampf mit dem grünen Ungeheuer. Ja, dann fühle ich ein ganzes Video so wie Philipp mit seinem Orangen. Komm Niklas, los, jetzt mach's halt. Komm, auf, hoch, fest. Richtig ziehen, komm. Los, und jetzt los, Gas, das sieht's, das ist es. Du musst aber mal machen. Diese Schuhe gehen jetzt die Wand hoch. Ja? Neue Woche, neues Glück. Naja, dann wird's doch jetzt. Du hast den Tod vergessen. Ziehen und dann ab zur Kante. Ja, komm, zieh. Komm schon! Von beide mit dem Takt mit Bogen. Ja, guck mal, ich habe letzte Woche schon den Zug zur Kante gemacht, aber nicht geschafft. Also die stetige Progression sagt, heute ist ein Tag, an dem ich laufen könnte. Ja. Das weiß ich noch nicht, war noch nicht schwer.
Komm, stabil. Komm schon. Gut. Stabil, Mann, stabil. Lässig, komm schon. Ah! Oh, ich hab mich auf die Kante gehabt. Das wäre so geil gewesen im ersten. Naja, das wäre, ja, das kann aber, also ja, ich sag mal, zwei oder dritter muss es werden, ne? Da wird's dann auch. Ja, ja. Wird schon. Na, ich merke die Finger, die Zugkraft muss erstmal. Wenn die warm sind, habe ich gefühlt, hat man mehr Zugkraft. Finger sind raus. Das ist das Niklas-Syndrom. Ja. Alter. Das ist vorbei. Scheiß Zahn. Komm jetzt! Was ist es? Ja! Ja! Endlich! Oh! Entschuldigung! Oh, vor allem, ich war auf einmal so übelst weit hinter der Kante. Dachte, wie bin ich denn da hingekommen? Ich war echt ohne Scheiß mit der Hand auf der Kante und vorher war es ja nicht mehr. Oh. Nie wieder anfassen, die Scheiße! Das war eine ziemliche Reise für Niklas, der gut 4 oder 5 Wochen an diesem Boulder hing und immer wieder an den letzten Zügen gescheitert ist. Hat auch eine ganze Menge Haut gekostet, aber geschafft ist geschafft. Für Saskia sah es dann leider nicht ganz so gut aus. Die hatte zwar nochmal einen richtig guten Go, den ich euch auch nicht vorenthalten will, der läuft jetzt hier, an dem sie wirklich knapp an diesem Boulder gescheitert ist. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass sie ihn noch gemacht hätte, aber dann kam der Lockdown und hat ihr die Möglichkeit dazu leider genommen. Tja, das war jetzt das letzte Material, das ich aus der Zeit vor dem Lockdown noch auf Lager hatte und mit dem ich ein Video machen konnte. Und jetzt wird es spannend, denn es zeichnet sich langsam ab, dass die Situation sich Ende November nicht ändern wird. Es wird eher wohl so sein, dass es noch den ganzen Dezember geht. Und ich bin jetzt am Überlegen, wie ich es trotzdem schaffen kann, Videos zu machen. Es gibt ein paar Ideen, aber die sind noch nicht so weit gediehen, dass es wirklich spruchreif wäre. Aber ich hoffe trotzdem, auch in den kommenden Wochen, Monaten wenigstens 1 bis 2 Videos im Monat machen zu können. Allerdings dieser Rhythmus von einem Video pro Woche, den werde ich wahrscheinlich unter der aktuellen Situation nicht einhalten können. Wie dem auch sei, ich hoffe, ihr hattet Spaß an diesem Video und dass wir uns zeitnah wiedersehen. Bleibt gesund, viel Spaß beim Klettern, wenn ihr dazu irgendwie die Möglichkeit findet und natürlich wie immer maximalen Grip.